Ja, okay. Tja, ja, Isaac und Nicole. Warum kriege ich hier so viel Munition? Das macht mir ein bisschen Angst. Bin wahrscheinlich auch schon wieder irgendwo, wo ich gar nicht sein sollte. Oh, Waffen-Upgrade. Ach, für die Energiekanone. Cool. Logbuch abgerufen. Nimm das auf. Ich muss das festhalten. Er hat entschlüsselt, wie das Signal des Markers das Gehirn beeinflusst und wie man... Oh mein Gott. Ah, Dr. Brennan. Mal sehen. Terence Kane hat sie reingelassen? Schade, dass er nicht hier ist. Er hat nicht verstanden, dass diese Tragödie auch eine Chance ist, den Tod zu besiegen. Weiter? Diese Kreaturen. Reanimiertes Gewebe. Zelluläre Unsterblichkeit. Ich weiß, wir waren nie einer Meinung, aber ich verstehe es jetzt. Es gibt so viele, die ich hätte retten sollen. Also kamen sie zu mir. Weil sie gelernt haben, mit dem Marker zu kommunizieren. Ich bin so nah dran. Ich dachte, er enthüllt die Geheimnisse, die ich brauche. Sie sind eine Frau der Wissenschaft. Nicht des Glaubens. Überlassen Sie mir den Marker. Das sind Ihre Autopsieberichte. Sehr gründlich. Sie brauchen natürlich noch eine Peer Review. Und der arme Terence kann nicht mehr helfen. Ja. Es gibt nur einen Mann, dem ich vertraue. Wirklich sehr gründlich. Und nützlich. Für Mr. Harris' nächste Operation. Es wurden keine relevanten Rekaktivitäten aufgezeichnet. Ah! Wieder vollkommen. Untersuchen wir das. Ah, wissenschaftliche Methoden fertig. Und eine Sidequest abgeschlossen. Ich weiß nicht, was wir dafür irgendwas bekommen, aber wir haben eine Sidequest abgeschlossen. Ich glaube, die Sidequests sind tatsächlich einfach so, du kannst sie machen. Du musst sie nicht machen. Nicht autorisiert. Ich brauche das Rig von Hangaraufseherin Völker und Ressort, Chefingenieur. Finde den Bericht auf der Brücke. Das ist alles mir erstmal nicht so wichtig. Und die Sidequests sind halt so Main Story nicht hundertprozentig relevant. Von daher sind die erstmal hinten angestellt. Warum hört die Musik noch nicht auf? Ups. Ja, wahrscheinlich. Wie gesagt, ich habe noch keinen krassen Nutzen daraus gesehen. Luxus Badezimmer. Na komm. Guck mal den Unterschied zwischen dem Luxus Badezimmer und dem normalen Badezimmer an. Oder? Ah! Hier hängen auch Leute. Na dann. Ist ja alles gut. Alter. Könntet ihr Mistviecher aufhören,
über mir zu spawnen? Was soll denn das bitte? Alter. Oh. Bitte. Diese Geräusche sind sehr, sehr vertrauenserweckend. Türen, Lichter. Nee, die Lichter bleiben schön an. Okay, das ist irgendwo hier. Sicherheitskojen. Ist das Schichtkojen? Oh. Geh mal bitte zu, danke. Ei, diese ganze Kacke, die immer in den Spinden abgeht. In Spinden, sag ich schon, in den Ohren abgeht. Das ist sowas von dermaßen nervig. Irgendwo habe ich den Knoten übersehen, ich weiß aber noch nicht wo. Ich weiß, dass dieses Vieh über uns ist. Hier ist kein Dingens drinnen, ne? Ah! Oh nö. Tot? Du bist tot. Die Viecher haben es natürlich auch auf das normale Schiff geschafft. War ja klar. Ah, du hast schon gedroppt. Okay. Tür ist noch in Stase. Okay, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir hier jede Tür schon hatten. Ich glaube nicht. Na, also hier waren wir definitiv noch nicht drin. Die Masterüberbrückung wahrscheinlich, ne? Ja. War ja klar. Na. Meine Güte. Hm. Goldhalbleiter, den nehmen wir definitiv mit. Das ist nochmal Munition fürs Feuer. So, das waren jetzt die beiden Seiten. Da drüben waren wir schon drinne. Ach nö. Bleib mal da drinne. Das ist okay für mich. Das ist die andere Tür von da. Hm, okay, I see. Ich warte eigentlich nur darauf, dass wir hier ein Dings kriegen. Ein Flashback, aber irgendwie... Computer sagt nein. Rüber, ne? Ja. Brauche ich irgendwas? Ich glaube gerade nicht. Ah, doch, warte mal, wir können aber... Doch. Immer mal gucken, ganz wichtig, wie viel Plasma-Katamoni haben wir noch? Viel zu wenig. Okay, Erstmal ja, die beiden Halbleiter verkaufen.
Was haben wir denn noch? Unendlich viel, was wir eigentlich nicht so häufig benutzen. Hier Energiedingens. Können noch zwei raus. Ach, zu viel. Kleines Medkit können wir noch verkaufen. So, dann holen wir uns erstmal einmal noch einen Knoten, wenn wir es können. Und für den Rest... Jetzt nochmal. Lass mal Katamonie. So, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Die wichtigste Waffe. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das hat Rex Marker, ne? Oh, ein Audiolog. Meine Freunde, habt ihr euch das vorgestellt, als ihr euer Leben für die Kirche geopfert habt? Sieht dieses Gemetzel nach Transzendenz aus? Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Nicht mehr. Aber ich weiß, dass unser Leben mehr ist als der Treibstoff für die Konvergenz. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das Böse bekämpfen. Es ist noch nicht zu spät. Bitte. Tja. Vorstandsquartieren. Oh Gott. Ja, was für Viecher kommen hier? Keine vernünftigen Lüftungs... Doch, da oben. Da, okay. Aber meint, hab nichts gesagt. Komm, geh zu. Captain Matthias. Müssen wir hin? Na dann. Ach du Kacke. Ja, Ach, Textlog, warum? Captain Matthias, Benjamin Matthias, beziehungsweise Gesprächs vor der Abreise können. Dass die Anwärter eine erstklassige Stasi-Kapsel für ihn. Okay. Join us in Paradise. I don't think so. Taping Space ist gesehen. Stand mal. Von und mit Personen wird überwacht, aha. Okay. Huch. Okay. Weirdos. Noch ein Textlog. Ach, Mann. Was ist planetarer Abbau? Beim planetaren Abbau... Ich lese das nicht laut vor, dafür bin ich... Nee. Okay. Das ist eine Katastrophe, diesen Ausmaß, das nie wieder ereignen kann. Okay. Von dem Fall wird in die Frage gekommen. Ja, dafür kommen wir. Ja, genau, die Sicherheit. Sicherheit. Ja, ich liebe die Sicherheit hier auf diesem Schiff. Die ist so groß und so toll. Ich. Eine detaillierte Übersicht. Oh Gott, okay. Das ist aber nur Hintergrundwissen. Hm. 24 Standardstunden. Über uns, die CC. Concordance Extraction Corporation.
Salinabbau und Förderunternehmen. Fünf größten interstellaren Unternehmen. Die müssen am Markt in Kapital, okay. 5 Abbauschiffe, deren Flaggschiff die berühmte Ishimura ist. Mhm. Ist, ja, okay. Alles klar. Erster Offizier. Ich glaube, von dem brauchen wir das Dingens. Von dem brauchen wir noch die... Warte. Mal kurz. Ne, stopp. Chefingenieur Rousseau und Hangaraufseherin Völker brauchen wir noch. Okay. Gut. Machen wir ein bisschen Platz da. Ja, das Sofa wollte ich eigentlich nicht, aber ist okay. Hoppala. Zum Glück kann ich mich gerade nicht heilen. Ich habe aus Versehen so F gedrückt. Warum hatten die das hier abgesperrt? Och, Alter. Kein Mercer. Und okay. Er war... Okay. Er gehörte zu den Unitologen-Gegnern. Es hörte sich gerade an, als hätte in den Lüftungsschichten gerade irgendwas gegrunzt. So. Oh, okay, da kriege ich kein Item mehr raus, würde ich sagen. Jetzt haben wir Plasma-Katamonie. Auch noch die Masterüberbrückung. Vorstandsbadezimmer. Das ist ja riesig. Schlüsselkarte fürs Vorstandsquartier. Dass die ganze Zeit, das macht es auch nicht besser, dass die ganze Zeit dieses blöde Mistvieh hier durch die Gegend eiert. Freigabe bestätigt. Mal pauschen. Ja, damit habe ich gerechnet. Gefährliche Anomalie registriert. Ja, ja. Quarantäne wurde aktiviert. Unterlass das mal bitte. Ah, ich benutze das viel zu selten in den anderen Modus. Also den Hochkant. So, hattest du schon was gedroppt? Ja, hattest du anscheinend. Okay. Okay, mit der Schlüsselkarte kommen wir jetzt hier rein. Wollte ich gerade sagen. Nie im Leben bleibst du ruhig liegen. Manchmal ist es schon ein bisschen sehr obvious. Hup.
finde es gut, dass die Sicherung für die Tür des zweiten Offiziers einfach in einem Raum von einem anderen Menschen ist. Komplett bescheuert.